Hallo, ich grüße dich. Ich bin der Manfred Johann Lorenz, kurz Maniolo. Und eine meiner Professionen liegt darin, Lernblockaden, Lebensblockaden, Schulprobleme zu erkennen bzw. ihre wahre Ursache herauszufinden und sie dann emotional und später dann auch rational zu wenden. Das heißt, ganz speziell heute Thema Mathematik. Wie der Name schon sagt, Mathe, Matter, Mathematics hat was mit der Mother, mit der Mutter zu tun. Die Mutter, die Materiegeberin, die uns als Körper materialisiert. Und jetzt haben wir aber gelernt, vom Kopf her, dass Mathematik eher ein Thema ist für Männer. Ja, es zu lösen schon, aber der Ursprung, der mathematische Ursprung, also der Ursprung mathematischer Probleme, liegt zu 99% auf materieller, materialgebender Seite, nämlich bei der Mutter. Das bedeutet, wenn ich als Kind nur einen Körper habe oder nur da bin, weil zum Beispiel meine Mutter sich bei der Periode verrechnet hat oder mit der Pille vertan hat oder ein Arzt hat zu meiner Mutter gesagt, Sie, Frau Hinterdobler, Frau Meier, Frau Huber, Sie brauchen nicht mehr verhüten, weil mit einem Kind, das wird eh nichts mehr. Und in diesem Augenblick ist diese unterschwellige Schwangerschaftsangst weg und meine Mutter ist schwanger und ich werde draus. Dann ist es natürlich ganz klar, dass meine Zellkodierung sagt, hätte meine Mutter richtig gerechnet oder hätten sie mit mir noch gerechnet, wäre ich gar nicht da. Nur weil man sich verrechnet hat oder weil man mit mir nicht mehr gerechnet hat. Deswegen ist sie nicht mehr da. Oder bin ich da? In diesem Sinne liegt dieses Problem auch da verankert. Und es gibt eine Möglichkeit, das Ganze sichtbar zu machen, vor allem fühlbar zu machen. Und wenn es mental durchgegangen ist und bewusst geworden ist, in dem Augenblick löst sich das Ganze auch auf. Das mathematische Problem ist nicht mehr da. Es ist definitiv weg. Bei Multiplikationen oder bei Divisionen ist es häufig auch so, dass ja, wenn irgendjemand dazugekommen ist, es ein Problem gab in der Ahnenreihe oder es ist irgendjemand gestorben, es wurde eine Familie getrennt, wie auch immer, und über das Divisionsproblem, zum Beispiel bei Scheidungskindern oder bei Halbwaisen, durch das Divisionsproblem wird praktisch dieser Seelenschmerz sichtbar gemacht. Wenn man das Ganze dem Probleminhaber, nämlich dem Kind oder dem Lernenden, klar macht, erklärt, bewusst macht, löst sich diese Problematik augenblicklich auf und das sogenannte Problem ist nicht mehr vorhanden und das Kind oder der Lernende kann wieder ganz normal rechnen. In diesem Sinne, sollte es Mathematikprobleme geben, einfach melden. Es ist ganz einfach.